Das ist ein Kindheitstraum von mir gewesen. Ja, da kriege ich das Grinsen auch nicht mehr aus meinem Gesicht heraus. Ganz herzlich im schönsten Stadion der Welt, die besten Fans der Welt. Ich begrüße die Fans von Borussia Dortmund. Hallo und herzlich willkommen zum Feiertagsmagazin. Die Schlagzahl im Januar bleibt weiter hoch. Das dritte Spiel kommt jetzt am Wochenende. 6 sind es insgesamt. Es geht gegen Mainz. Nach dem schwer erkämpften Sieg in Leipzig der nächste Gegner hier bei uns im schönsten Stadion der Welt. Wir freuen uns natürlich darauf. Darüber wollen wir reden mit einem Mann, den vielleicht der eine oder andere BVB-Fan noch nicht so richtig gut kennt. Deshalb ist er heute im Feiertagsmagazin. Ich freue mich besonders, dass er da ist. Herzlich willkommen, Steffen Dickes. Hallo, Steffen. Hi, schön, dass ich hier sein darf. Ja, Steffen, seit dem Pokalspiel in Braunschweig stehst du im Profikader und kommst zu deinen Einsätzen. Musst du dich manchmal kneifen, wie schnell das gegangen ist? Ja, definitiv ist das sehr schnell gegangen. Ich habe damit, glaube ich, vor dem Spiel gegen Braunschweig nicht so richtig gerechnet, dass das neue Jahr so startet. Aber ist natürlich umso schöner für mich und dass wir auch alle Spiele, seitdem ich dabei bin, gewinnen konnten, ist natürlich umso besser. Gutes Omen, Steffen. Ich würde es gern so die Serie weiterhalten. Ja, das. Es war eine der ersten Personalentscheidungen von Edin Terzic. Und was hat er in den Gesprächen mit dir denn dir mit auf den Weg gegeben? Ja, er wollte ja eine klassische Neun haben, nachdem Erling und Youssoufa ausgefallen sind in Braunschweig. Und dass ich es genauso machen soll wie in der U23, da ist es ja sehr erfolgreich gewesen, die Hinrunde. Und dass ich da nichts verändern soll, sondern genauso spielen sollen, weil das mich auszeichnet und stark macht. Ja, das haben wir schon eindrucksvoll von dir gezeigt bekommen. Ja, ich habe es eben schon gesagt, der eine oder andere kennt Steffen vielleicht noch nicht so gut. Deshalb haben wir uns mal bei den Kollegen von Steffen umgehört. Steffen, ein wirklich starker Stürmer. Der hat für alles, was man braucht, ist körperlich sehr stark, kann Bälle gut festmachen, hat einen sehr starken Abschluss. Ja, der Tiki, der hat ja immer eine enorme Präsenz auf dem Platz ausgestrahlt, durch seine Körperlichkeit, durch seine Größe ja sowieso schon. Ich glaube, ihn zeichnet aus sein Wille, sein Ehrgeiz. Ich glaube, er ist ein super, super Spieler, super Typ. Er arbeitet viel, das hat er sich auch total verdient. Ich gönne es ihm vom Herzen. Steffen ist eben ein Spielertyp, den es nicht so oft gibt. Ich glaube, als Stürmer zeichnet sich immer aus, wenn du Tore schießt, ist das immer gut, aber er hat uns eben extrem geholfen wegen seiner Präsenz. Und was ihn auch ausgezeichnet hat, er hat, glaube ich, vor jedem und nach jedem Training halt noch was für sich gemacht und sein Körper, das kommt halt auch nicht von irgendwo. Er ist nicht ein normaler Stürmer, der einfach nur seine Buden macht, wenn man ihn anschießt, sondern er arbeitet viel fürs Team. Er legt auch mal einen auf, ich glaube 7 Vorlagen oder so hat er jetzt auch gehabt, deshalb ist es stark, er hat sich das verdient, ich freue mich total für ihn. Steffen, jetzt mal Hand aufs Herz. Was hast du den Jungs gegeben in die Mannschaftskasse, damit sie so über dich reden? Ja, ich muss auch aufpassen, dass ich nicht rot werde bei diesen ganzen netten Worten. Nee, ich glaube, ich freue mich auf jeden Fall, die Meinung von den Jungs zu hören. Ist natürlich eine Riesenwertschätzung, die ich da spüre von den Jungs. Und ja, ich glaube, das haben wir als ganze Mannschaft, haben wir eine super Hinrunde in der U23 gespielt. Da kann man gar nicht keinen sagen, der irgendwie herausragt, sondern jeder hat so seinen Teil dazu beigetragen und da will ich mich auch gar nicht größer als die Mannschaft in dieser Saison herausheben. Wobei du relativ groß bist. Wie groß bist du? 1,93 bin ich. Würdest du der Beschreibung deiner Kollegen zustimmen? Was zeichnet dich deiner Meinung nach aus und haben die Jungs irgendwas Entscheidendes vergessen? Das ist natürlich die entscheidende Frage, ne? Nö, ich glaube, die Jungs haben nichts vergessen. Nee, ich bin vielleicht kein klassischer Strafraumstürmer, auch wenn man das bei meiner Größe denken könnte. Ich arbeite schon viel für die Mannschaft, versuche der Mannschaft viel zu helfen, gegen den Ball, mit dem Ball, mit Laufwegen, die dann auch Räume aufreißen können. Und ja, ich glaube, dass ich schon eine gewisse Qualität vom Tor habe. Die Zahlen zeigen es einfach. Und da sieht man auch, dass ich der Mannschaft versuche zu helfen. Ich habe auch 7 Assists. Das kommt auch nicht von irgendwoher, sondern da versuche ich auch, den besser positionierten Mann zu finden. Du bist ja im Sommer 2019 aus Osnabrück zu uns in die U23 gekommen. War da ein möglicher Aufstieg zu den Profis in deinem Hinterkopf? Immerhin bist du ja mit Osnabrück in die zweite Liga aufgestiegen. Ja, genau. Es war, natürlich ist es immer ein bisschen im Hinterkopf gewesen, aber
dass es wirklich klappt. Davon kann man ja im Prinzip nur träumen, jetzt Bundesliga spielen zu dürfen, Bundesligaspiele gemacht zu haben. Das ist ein Kindheitstraum von mir gewesen. Ja, da kriege ich das Grinsen auch nicht mehr aus dem Gesicht heraus. Man sieht's. Ja. Aber auch zu Recht ist genau. Ja auch toll. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich riesig gefreut, dass, ja, das war nicht selbstverständlich für mich, als ich hierher gekommen bin. Ich wollte mich weiterentwickeln, wollte wieder mehr Spielzeit generieren, als ich vielleicht in Osnabrück bekommen habe. Und dass es darin endet, ja, super für mich. Ja. Bevor wir jetzt über das Spiel gegen Mainz sprechen, haben zwei deiner Kollegen noch einen ganz klaren Auftrag für dich. Tiki, servus, Glückwunsch erstmal zu deinem Bundesliga-Debüt. Freue mich total für dich, hast du dir auch total verdient. Aber jetzt zwei Bundesligaspiele, kein Tor. Was ist los mit dir, Junge? Gib mal Gas. Das kenne ich anders von dir. Und Steffen, wenn du das nächste Mal spielst, dann schieß auch ein Tor. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Gegen Braunschweig und Wolfsburg war es fast so weit. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wann fällt das erste Bundesligator von dir? Ja, ich würde mir natürlich wünschen, so schnell wie möglich. Am besten am Wochenende. Das kann man natürlich nicht planen. Wenn wir weiter gewinnen und unsere Spiele so erfolgreich gestalten, dann treffe ich auch gerne weiter nicht. Aber ich würde mir natürlich wünschen, dass es so schnell wie möglich passiert, weil das wäre natürlich noch ein Riesenereignis, worauf ich mich sehr freuen würde. Das ist was Besonderes, kann ich das aus eigener Erfahrung sagen. In der Regionalliga hast du ja bei fast jedem Spiel auch Scorerpunkte gesammelt. Und da ist in der Bundesliga der Knoten noch nicht geplatzt. Was ist denn der große Unterschied zwischen der ersten und vierten Liga? Ja, in der Bundesliga geht es natürlich viel schneller, da sind viel mehr Spieler mit viel mehr Qualität, da wird versucht, viel Fußball zu spielen. In der Regionalliga geht es dann auch mal in engen Spielen, vor allem um den Kampf, um die Einstellung. Ja, in der Bundesliga wird dann natürlich mehr versucht, fußballerische Lösungen zu finden und ja, das ist, glaube ich, der größte Unterschied. Jetzt hast du mit Erling Haaland natürlich eine Granate, der sogar noch ein bisschen jünger ist als du. Aber trotz alledem kann ich mir vorstellen, von ihm kannst du dir auch noch was abschauen. Auf jeden Fall. Sein Ehrgeiz ist natürlich einzigartig. In jedem Training will er, glaube ich, jeden Ball ins Tor schießen, was ihm auch oft gelingt. Und in den Spielen seine Laufwege, seine Präsenz, seine Energie, das sind schon Sachen, die ich mir auf jeden Fall abschauen kann. Ich glaube, da können viele andere auch noch viel von ihm lernen. Das stimmt. Ein außergewöhnlicher Stürmer. Absolut. Jetzt geht's gegen Mainz. Sie werden wahrscheinlich wieder ziemlich defensiv agieren. Das kennen wir ja nicht anders bei ganz, ganz vielen Spielen. Worauf wird es deiner Meinung nach beim BVB ankommen, um dieses Spiel zu gewinnen und vor allen Dingen auch den positiven Trend aus Leipzig fortzusetzen? Ja, ich glaube, wir brauchen zunächst eine gute Einstellung zum Spiel. Ich glaube, in der Bundesliga ist kein Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen. Mainz hat auch in München gezeigt, gegen Frankfurt gezeigt, dass sie eine starke Mannschaft haben, dass sie gut Fußball spielen können. Ich denke, dass wir eine hohe Ballqualität brauchen, viele Verlagerungen, viel Ballbesitz und dann auch das Spiel möglichst schnell machen, um Mainz einfach in Bewegung zu bringen, um Lücken zu reißen und dann in den entscheidenden Momenten unsere Chancen, die sich bieten werden, zu nutzen. Drücken wir auf jeden Fall die Daumen, dass das so weitergeht, weil das, was in Leipzig passiert war, sah richtig gut aus, muss man ehrlich sagen. Ja, ja, jetzt gibt es ein Duell, ein Zweikampf, Stürmer gegen Stürmer, Steffen gegen Nobby. Vielleicht sollte ich noch ganz kurz auf letzte Woche zurückkommen. Es gab insgesamt 3 korrekte Antworten. Eine davon kam von Ovo, hat damit 2 Punkte geholt und der neue Spielstand ist 39-28, Steffen. Für mich allerdings. Ne? Wir schauen mal auf die Tafeln. Das ist zum einen die Rubrik Statistik, die eine Rubrik Tickets und die andere Wiederholung. Da du mein Gast bist, Steffen, darfst du natürlich anfangen und deine erste Antwort sagen, die ich mir quasi schon denken kann. Oder? Ja, ich glaube schon. Ich würde natürlich mit dem ersten Bundesliga-Tor meinerseits anfangen. Ja, da würdest du auch, und das ist auch richtig, 3 Punkte für kriegen. Okay, also das ist Tickes erstes Bundesliga-Tor. Ich sag nicht nur Tickes trifft, Haaland trifft auch noch 2-mal. Also Doppelpack Erling. Jetzt bist du wieder dran. Jetzt muss ich natürlich sagen, Steffen wird eingewechselt, sonst kann ich schlecht ein Tor schießen. Doch, wenn du von Anfang an spielst.
oder so. Aber ich gehe erstmal davon aus, dass Erling natürlich nach dem Doppelpack starten wird und dass ich dann eingewechselt werde, um dann mein erstes Bundesliga-Tor zu schießen. Ja, okay, dann würde ich mal sagen, zu Hause wieder zu Null. Und jetzt du mit deinem letzten. Dann nehme ich keine Nullnummer. Keine Nullnummer. Ah. Ja. Okay, dann BVB trifft nach Standard. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Dann sage ich Sancho wieder mit Scorerpunkt. Also ich habe die komplette Rubrik Wiederholung genommen. Du zweimal Dickes, einmal Statistik. Also da sind wir natürlich gespannt, was da am Wochenende bei rumkommt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und ich drücke dir wirklich die Daumen, dass deine Wünsche hier in Erfüllung gehen. Da kannst du dich drauf verlassen. Dankeschön. Abschließend nochmal kurz zu dir. Seit gut 3 Wochen gehörst du jetzt zum Profikader. Hat sich eigentlich in deinem privaten Leben auch viel verändert? Wirst du jetzt auf der Straße öfter angesprochen? Hat sich deine Instagram-Fanschar verdreifacht? Was ist passiert? Ja, grundsätzlich ist das Privatleben eigentlich ziemlich gleich geblieben. Wir versuchen natürlich viel zu Hause zu bleiben aufgrund der Corona-Pandemie. Dann, wenn wir rausgehen mit Masken, da wird man natürlich eher weniger erkannt. Auf Instagram hat sich schon einiges getan. Ich glaube, ich habe jetzt 10.000, 11.000 Follower mehr als vorher. Aber gut, das gehört dazu. Das war mir bewusst, dass es dann passiert, wenn ich mal beim Profis mitspielen möchte. Aber sonst hat sich eigentlich nicht viel getan. Dann bleib so, wie du bist. Das ist gut so. Ja, wir drücken dir alle Daumen. Bleib vor allen Dingen gesund. Steffen, schieß bald dein erstes Tor. Ich wünsche dir alles Gute, fußballerisch und natürlich auch privat. Ja, das war's vom Feiertagsmagazin. Danke. Zum Mainz-Spiel. Und ihr könnt natürlich auch wieder das objektivste Radio der Welt hören. Netradio ist natürlich live dabei. Also, ein schönes Wochenende. 3 Punkte von unseren Jungs. Und das war's. Also, der Nobby und der Steffen.